Der Einsatz der internationalen Truppen in Afghanistan ist wichtiger denn je. Die erneute Eskalation der Gewalt löste weltweit Bestürzung aus. Nach der Ermordung von Ahmad Wali Karzai, dem Bruder des afghanischen Präsidenten, herrscht erneut Unruhe im Land. Sprecher der Taliban bekannten sich zu dem Attentat. Ahmad Wali Karzai, der sich für den Wiederaufbau des Landes engagierte, sprach sich in der Vergangenheit öffentlich gegen den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan aus. Frankreich hat beschlossen, seine Streitkräfte am Hindukusch bis Ende kommenden Jahres um ein Viertel auf 3000 stationierte Soldaten zu reduzieren. In der deutschen Bevölkerung herrscht nach wie vor eine geteilte Meinung über die Notwendigkeit des Einsatzes in Afghanistan. Ich denke, ich befürworte das. Dass das ganz abgezogen wird und Afghanistan, warum sollen die nicht selbstständig sein? Also ich denke schon, dass das noch Jahre dauern wird, bis dort eine Stabilität überhaupt entstehen kann. Ich bin nicht dafür, dass das überhaupt die Soldaten dort sind. Ich glaube, die Taliban könnten eher wieder an die Macht kommen, weil dieser ständige Regimewechsel da ja eigentlich schon immer irgendwie war. Und derzeit beteiligen sich die internationalen Truppen aktiv am Wiederaufbau des Landes und nehmen Sicherheitsaufgaben wahr, um die Bevölkerung vor den verbliebenen Taliban-Kämpfern zu schützen. Während ihrer Patrouillen sind die Streitkräfte regelmäßig Sprengkörpern, sogenannten IEDs und Angriffen der Taliban-Kämpfer ausgesetzt. Das afghanische Militär wird durch die internationalen Streitkräfte geschult, um sich in Zukunft unabhängig gegen Gefahren zu wehren. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob das afghanische Militär nach einem Abzug der Truppen in der Lage ist, die Stabilität und Sicherheit des Landes zu gewährleisten.